in der HJ? Ich? Nein. Ich hab dich noch nie in einer Uniform gesehen. Ist schön hier, gell? Und du? Bist du ein BDM? Na, findest du das schlimm? Na. Weißt du, wenn du ein BDM bist, dann musst du jede Woche zu diesen Heimabenden und dann das ewige Rummarschieren, das Ding. Findest du das sonst so, was die so machen? Wie machen? Na ja, das mit den Juden und den, das sind nicht mit den Ariern und so. Tja, du meinst nicht heiraten? Die sind ja eine andere Rasse, ne? Du, das stimmt. Ich kann das beurteilen. Bei uns in der Gärtnerei, da sind früher viele Jute gekommen. Und da habe ich das dann immer gemerkt. Was gemerkt? Naja, wie die sich bewegen und dann vor allen Dingen mit denen ihren Geruch. Naja, guck nicht so. Ich sag dir, ich hab mit Jude zu tun gehabt. Mit unserer Kundschaft, Ewe. Die haben alle den gleichen Geruch gehabt. Irgendwie unangenehm. Naja, eben typisch jüdisch. Bestimmt, ich kann riechen, ob einer ein Jud ist. Blödsinn. Was hast denn du? Ich muss weg. Jetzt auf einmal? Ich muss was für meine Mutter besorgen. Ja, wieso denn auf einmal? Wo es doch gerade so schön war. Ich habe ihr das versprochen. Ach, jetzt sei doch nicht so komisch. Mach doch mal, renn doch nicht so.